Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Und es geht weiter mit dem Vortrag von Professor Peter Sänger von der GSI in Darmstadt zum Thema GSI und FAIR-Projekte, Kernphysik, hier live aufgezeichnet bei dem Edgar-Lüscher-Seminar in Zwiesel. Viel Spaß. Okay, das war nukleare Astrophysik. Ich komme jetzt zum Thema. Das zweite Thema ist Kernmaterieforschung. Da habe ich Ihnen hier so ein bisschen so einen künstlerischen Blick. Das ist ein, werde ich jetzt öfters darauf zu sprechen kommen, das ist ein Phasendiagramm. Sie kennen Phasendiagramme vom Wasser, zeige ich Ihnen hier auch nochmal eins. Ja. Und das ist sozusagen das, was bezüglich Kernmaterie untersucht werden will, was wir untersuchen wollen. Wie gesagt, wenn Sie sehr hohe Temperaturen haben und keine Netto-Bariondichte, also Teilchen so viel wie Antiteilchen, da sind Sie nah am Urknall. Und wenn Sie nur Baryonen haben und keine Temperaturen, dann haben Sie einen Neutronenstern. Und wenn Sie ein bisschen heiß, das ist das Gute an dem Neutronenstern-Merger, also an Neutronenstern-Kollision, der hat sowohl hohe Dichten als auch Temperaturen. Und wir versuchen jetzt mit Schwerionenstößen in diesem Phasendiagramm da rumzufahren und untersuchen, welche Eigenschaften dann da die Materie hat. Und interessant in dem Fall ist zum Beispiel hier die Suche nach einem kritischen Punkt oder zum ersten Ort im Phasenübergang. Und hier sehen Sie, das ist sozusagen hier, das ist unsere Welt, das sind die Atomkerne, Hadronen, Mesonen, und da oben, da ist das Quark-Gluon-Plasma. Also da wird sozusagen das Confinement aufgehoben und die Quarks und Gluonen, die fliegen da frei in der Gegend rum. Okay, jetzt noch kurz, also das ist der Krebsnebel, das ist der Asche einer Supernova-Explosion, vor 1000 Jahren beobachtet, haben die Chinesen haben das gesehen, mit bloßem Auge. 1000 Jahre später hat man, oder 900 Jahre später, hat man Pulsar entdeckt. Das heißt, ein ganz junger Pulsar, der ist nur 900 Jahre alt. Und Pulsar, das ist also ein Stern, der rotiert, hat eine Magnetfeldachse und Strahlung aussendet. Deswegen sehen wir den überhaupt, ne, diese Pulse. Ne, das strahlt wie Synchrotronstrahlung. Normalerweise wird Synchrotronstrahlung dadurch produziert, dass sich relativistische Teilchen schnell im Magnetfeld abgelenkt werden. Hier ist es umgekehrt, da ist das Magnetfeld schnell. Und dreht sich so schnell, dass dann die Teilchen, das Gas anfängt zu strahlen. Also so eine inverse Synchrotronstrahlung. Okay, und so sieht es dann aus, wenn man es misst. Also das ist wirklich ein Bild von dieser Strahlung, die da entstanden ist. Man hat dann also relativ bald entdeckt, das muss was ganz exotisches Teilchen sein. Das ist also nicht, am Anfang hat man gedacht, das ist Signale einer fremden Zivilisation. Little Green Men, hat man gedacht. Und dann hat man festgestellt, das ist also vielleicht doch nicht, sondern das ist was anderes. Und dann hat sich herausgestellt, es muss ein ganz kompaktes Objekt sein, stellares Objekt, ein paar Kilometer Durchmesser nur, aber Masse wie eine Sonne. Und was da innen drin ist, wie die Kruste aussieht, da hat man eine gewisse Vorstellung, aber wie das innen drin aussieht, bei hohen Dichten, das weiß man nicht. Ich will mal kurz jetzt, sieht kompliziert aus, ist aber ganz einfach, ist aber vielleicht ganz erhellend, so ein bisschen eine Abschätzung von nuklearen Dichten zu machen. Sie können ganz einfach die Dichte eines Atomkerns ausrechnen. Also man kann den Radius, den kennt man aus Streuexperimenten, da kann man dann das Volumen errechnen hier, und dann kann man die Kerndichte ausrechnen, Anzahl der Nukleonen pro Volumen, da kommt man auf so eine Zahl, 0,14 über Fermi hoch 3, das sagt einem nicht viel. Wenn man das aber mal jetzt mit der Masse eines Nukleons multipliziert, da kommt raus, dass die Dichte eines Atomkerns 270 Millionen Tonnen pro Kubikzentimeter ist. Also ein Würfelzucker Kernmaterie. Hat eine Masse von 270 Millionen Tonnen. Das ist also eine wahnsinnige Zahl. Da gibt es, ich habe Ihnen ja gesagt, diese Kerne, diese Nukleonen sind nicht dicht gepackt im Kern, sondern die fliegen auf Bahnen. Und wenn Sie sich jetzt mal überlegen, wie so das Volumen eines Goldkerns, das sind diese 1400 Fermi hoch 3, ein Nukleon hat zwei, wenn Sie 200 Nukleonen haben, kommen Sie auf 400. Das heißt, Sie können so einen Kern im Prinzip auf 3- bis 4-fache Dichte komprimieren, bevor sich die Nukleonen berühren. Ja, also das ist sozusagen, das habe ich, nenne ich mal so, die Grenzen der Nukleondichte. Sie können also komprimieren bis zum Faktor 3, 4 und dann berühren sich erst die Nukleonen. Neutronenstern hat 10 Kilometer Volumen, können Sie zwei Sonnenmassen, kann man auch die Dichte ausrechnen. Die mittlere Dichte ist 3,6 mal Kerndichte. 3,6 mal Kerndichte.
Aber das ist natürlich außen viel, das ist ja konzentriert in der Mitte. Das heißt, innen drin, man erwartet innen drin 5- bis 10-fache Dichte eines Atomkerns. Ja, also 240 Millionen Tonnen pro Kubikzentimeter mal 10. So, und warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil wir im Labor solche Dichten herstellen können. Und zwar in einer Kollision zweier schwerer Kerne, zum Beispiel Goldkerne, die können wir aufeinander schießen, oder wir haben ein Target, schießen das da drauf. Und da sind ja verschiedene Modelle, die sagen, welche Dichten erreicht werden. Das sind also jetzt Dichte in Fermi hoch 3, und das ist die Zeit, auch in Fermi über C, ne? Das ist egal, das geht also sehr schnell. Wir sehen, das ist irgendwie ganz kleine Zeitskalen. Und nur um ihr sozusagen das mal zu eichen, das hier wäre, im Mittel erreichen wir hier die 8-fache Dichte eines Atomkerns in so einem Schwerionenstoß. Das heißt, wir können stellare Materie, wenn Sie so wollen, Neutronensternmaterie, bei hohen Temperaturen, Neutronenstern hat die Temperatur 0, ist klar, aber diese Dichten, die können wir im Labor herstellen und untersuchen. Wenn Sie jetzt mal, das ist natürlich eine interessante Frage, was passiert eigentlich, wenn Sie Nukleon auf 10-fache Kerndichte, ich habe Ihnen ja gesagt, bei 3, 4 ist eigentlich Schluss, da berühmt es sich, was passiert da eigentlich? Und da gibt es Modelle von massiven Neutronensternen, die sagen, wenn ich auf Dichte 2 habe, also am Anfang gibt es nur Neutronen, ne, dann komprimiere ich das immer dichter, ab Dichte 2, da fangen plötzlich, gibt es diese Hyperonen, von denen ich geredet habe. Das sind so diese Lambdas, das sind also ne, Protonen mit einem S-Quark drin. Ne, also seltsame Teilchen, die sind nicht seltsam, ich habe Ihnen das erklärt, die heißen aber so. Und dann ab Dichte 4, 5 beginnt plötzlich eine Art Phasenübergang. Da entstehen plötzlich freie Quarks und diese Lambdas, die verschwinden, und ab 8 hat man nur noch reine Quarkmaterie. Das sind also Theorien, die Modelle von Neutronensternen, und das soll nur mal illustrieren, was eigentlich passiert, welche Teilchen da existieren, wenn man so gewisse Dichten da erreicht. Also die Frage ist, gibt es eigentlich verschiedene Phasen von Kernmaterie? Und das ist also ein ganz heißes Thema, was in vielen großen Beschleunigerlabors dieser Welt untersucht wird, die Phasen der Kernmaterie, Phasenübergänge zu untersuchen. Das ist jetzt zur Erinnerung. Wasser, ja, haben Sie wissen, gasförmig, flüssig, fest. Und dann gibt es kritische Punkt. Also über dem gibt es keinen, das ist ein erster Erdungsphasenübergang hier. Und darüber ist dann aber keine, da geht es kontinuierlich Wasser in Dampf. Und hier Trippelpunkt, da existieren alle drei Phasen gleichzeitig. Und das ist, da leben wir hier, in der Ecke. So, und das versuchen wir jetzt auch im Labor sozusagen zu untersuchen. Da haben wir also Temperatur, Dichte, kritischer Punkt, Phasenübergänge. Wie gesagt, bei sehr hohen Temperaturen am CERN, ne, da gibt's genau so eine Art, wie sagt man, so ein Crossover, also kein erster Ordnungsphasenübergang, sondern das über dem kritischen Punkt. Der Übergang, den ich Ihnen vorher erklärt habe, im Wasser. Und dann hier oben gibt es dann Quarks, und das wird versucht, am CERN wird man die Eigenschaften dieser Quarkmaterie versucht man zu verstehen. Was wir machen wollen, wir gehen in die Richtung, wo Struktur ist. Also da gibt es die hohen Dichten, wo man nach Phasenkoexistenz sucht. Und da gibt es ganz viele Experimente auf der Welt, die auch das machen wollen, weil das sehr interessant ist, auch als grundlegendes Verständnis der Materie. Am CERN gibt es ein Experiment, Rick, und dann gibt es FAIR und ein russisches Projekt. Da gibt es einen großen Beschleuniger, der ist im Bau in Russland, der nichts anderes macht als diese Art von Physik. Also machen soll, der ist so. Das ist sozusagen ein Schwesterprojekt von FAIR. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Es gibt noch eine andere wichtige Größe, die man von Kernmaterie gerne wissen möchte, das ist die Zustandsgleichung. Sie kennen Zustandsgleichung, kennen Sie auch von idealen Gasen, von Wasser und so weiter. Sowas gibt es auch von Kernmaterie. Also wenn man symmetrische Materie hat, also eine Atomkerne, Anzahl der Neutronen, so viel wie Protonen, dann hat man ist das Minimum bei normaler Kernmaterie sozusagen, sonst würden ja keine Kerne existieren. Also der normale Kern lebt hier in dem Minimum. Das ist reine Neutronenmaterie, die ist nicht stabil. Also Sie können keine Kerne aus Neutronen bauen, die wären nicht stabil. Die Neutronensterne, die werden durch Gravitation zusammengehalten, nicht durch Kernkraft. Also durch Kernkraft können Sie keine Neutronensterne haben. So, warum sage ich das? Weil wir jetzt, das ist eigentlich die ganze Philosophie unserer Forschung, wir versuchen, die Eigenschaften von Kernmaterie im Labor mit Schwerionenstößen zu untersuchen, um zu verstehen,
Was ist eigentlich die Zustandsgleichung von Kernmaterie im Neutronenstern? Warum, was passiert, wenn sich Neutronensterne kollidieren? Und wenn wir hier sozusagen, wenn es uns gelingt, im Labor diese Größen genau zu messen, dann könnten wir zum Beispiel direkt vorhersagen, welcher Radius bei gegebener Masse, welcher Radius der Neutronenstern hat. Also gibt es wirklich 1:1 Korrelation. Und das ist ein ganz fantastisches sozusagen Zusammenspiel von Astrophysik und Laborphysik. Und die versuchen wir sozusagen da zu untersuchen. Hier sehen Sie eine Simulation, Neutronenstern, hier, das sind die Dichten, vierfache Kerndichte, Temperaturen, 50 MeV. Und das ist Ihr Schwerionenstoß, wie er zurzeit an der GSI auch durchgeführt werden kann. Sie sehen sehr ähnliche Dichten, sehr ähnliche Temperaturen. Das heißt, wir können wirklich die Neutronensternkollision, das ist was sehr Ähnliches wie so ein Schwerionenstoß. Und das können wir dann, diese Eigenschaften von Materie, die können wir da untersuchen. Wie machen wir das eigentlich? Also das sind jetzt so drei Phasen eines Feuerballs. Also wir nennen das Feuerball, weil es ist so hoch angeregte Materie. Am Anfang werden da Antiteilchen emittiert, ganz viele. Dann normale Teilchen mit vielen seltsamen Quarks und Charm-Quarks. Also alles das, was sozusagen schon lang zerfallen ist, was irgendwann mal entstanden ist im Universum, das können wir in so einem Stoß wiederherstellen. Das zerfällt natürlich auch gleich wieder. Aber wir können die messen und können daraus lernen, was unter welchen Bedingungen sind die eigentlich entstanden. Und so sieht es dann aus. Das ist jetzt die schreckliche Realität. Wenn Sie ein Stoß, eine Kernkollision auf dem Target, und den Detektor, den sehen Sie schon gar nicht mehr. Also was da passiert, in einem Stoß entstehen 650 Pionen, 50 Kaonen und so weiter. Dann gibt es noch die Protonen, Neutronen, also bis zu 1000 Teilchen, fliegen in so einen Detektor rein. Das müssen Sie jetzt irgendwie auseinanderfummeln. Und das ist natürlich eine Herausforderung, deswegen, das ist auch, was wir machen, das ist so ein Hochratenexperiment an FEIR, weil viele dieser Teilchen, die sind sehr selten, und sie müssen eine Million solcher Stöße untersuchen, um eins zu finden. Und das ist sozusagen, das ist dort unser Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen Experimenten, die ich Ihnen genannt habe. Wir sind wirklich, konzentrieren uns darauf, die höchsten Raten zu erzeugen, um eben die seltensten Teilchen da auch zu messen und zu untersuchen. Wir brauchen extrem schnelle, strahlenharte Elektronik. Wir müssen 1 Milliarde Teilchen pro Sekunde untersuchen. Also das ist alles online. Das muss online analysiert werden. Wir haben da Entwicklung, da gibt es Experten, die entwickeln da superschnelle Algorithmen, benutzen Computerarchitekturen, die noch in der Untersuchungsphase ist. Also teilweise Intel benutzt diese Algorithmen, unsere Algorithmen zur Track-Rekonstruktion als Benchmark-Test für die nächste Computergeneration. Und dann müssen Sie die Teilchen identifizieren und dann natürlich die besonders interessanten Teile auch noch rausfinden. Gut, wir müssen einen Impuls messen. Ich glaube, das kann ich schnell machen hier. Also wie misst man einen Impuls von einem Teilchen? Im geladenes Teilchen im Magnetfeld, wenn Sie das Magnetfeld kennen und den Radius messen, die Geschwindigkeit mit so einem Flugzeitzähler, dann können Sie die Masse ausrechnen. Ne, das ist Elektromagnetik, brauche ich jetzt nicht. Sie können auch, die meisten Teilchen zerfallen ja, wie ich Ihnen gesagt habe, da wird es ein bisschen schwieriger, dann müssen Sie nämlich nicht nur ein Trajektorien messen, sondern das Omega, das zerfällt hier in so ein Lambda, das ist neutral, das sehen Sie gar nicht. Sie sehen dann aber nur ein Zerfallsprodukt und plötzlich hier zwei so V-Teilchen. Und das müssen Sie analysieren und dann können Sie daraus die invariante Masse eines berechnen. Das habe ich Ihnen aufgeschrieben, können Sie zu Hause nachlesen. Das müssen Sie halt schnell machen und dann können Sie praktisch im invarianten Massenspektrum und plötzlich sehen Sie die Teilchen hier. Und das geht online. Da gehe ich vielleicht nicht drüber ein, aber das ist ein Zähler. Cherenkov-Detektoren sind weit verbreitet. Das ist ein Cherenkov-Effekt, der tritt auf, wenn sozusagen ein geladenes Teilchen in einem Material mit Überlichtgeschwindigkeit fliegt. Hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, aber die Lichtgeschwindigkeit in Materialien ist nicht die im Vakuum, sondern die ist sozusagen abgebremst. Aber das Teilchen, das von außen kommt, das kann mit Lichtgeschwindigkeit durchsausen. Und da gibt es so einen Effekt wie Überschall. Also in der Akustik gibt es so einen Überschall-Effekt. Und in der Elektromagnetik ist es Cherenkov-Effekt. Und das gibt dann, der strahlt dann ab, das Licht wird abgestrahlt, können Sie solche Ringe messen
und dieser Maß, der Durchmesser des Rings ist dann ein Maß für die Geschwindigkeit des Teilchens. Und da können Sie zum Beispiel Elektronen von Pionen schön unterscheiden, obwohl die den gleichen Impuls haben und die gleichen Impuls und die gleiche Ladung. Das heißt, die können Sie mit einem normalen Magnetfeld überhaupt nicht messen. Aber Sie können es ausrechnen hier, die Geschwindigkeit des Elektrons ist 280 mal größer als die des Pions, nämlich das Massenverhältnis. Und dadurch können Sie das Elektron schön identifizieren. Und diese Art von Detektoren, die sind weit verbreitet in Hochenergieexperimenten. Okay, so sieht dann ein Experiment aus. Das hier ist ein Detektor, den gibt es schon, den wollen wir auch weiterhin benutzen. Und wir sind hier, da haben wir diesen Magnetfeld, da haben wir diese Tracking-Systeme, um die Kurve zu messen, da haben wir diesen Ring-Imaging-Cherenkov-Detektor, Flugzeitdetektoren und so weiter, auch Myon-Detektoren. Und ja, das sind wir alles am Aufbauen jetzt. Und das ist der existierende Detektor, der gibt es schon seit 10 Jahren an der GSI, wo bei niedrigen Energien Messungen gemacht werden. Und der besteht eben auch aus Magneten, Cherenkov-Detektor, Spurdetektor, Flugzeitdetektor. Also praktisch diese Standarddetektoren, die man braucht, um die Teilchen zu identifizieren. Okay, und die werden dann alle, kommen in so einen Bunker, das ist ein vierstöckiges Gebäude. Das hier unten, das ist alles unterirdisch, da sehen Sie das Experiment nochmal. Und diese Strahlen, die sind sehr hochintensiv. Deswegen haben wir einen Strahlstopper hier gebaut, der besteht aus 4000 Tonnen Eisen und 5000 Tonnen Beton. Also das ist, der Eiffelturm hat 9000 Tonnen, also der halbe Eiffelturm ist da in der Erde verbuddelt, um den sicherzustellen, dass auch keine Strahlung über den Zaun von Fehr rausgeht. Weil draußen gehen die Leute spazieren. Ich habe Ihnen ja gesagt, wir müssen da 1 Milliarde Bahnen, Trajektoren pro Sekunde reproduzieren. Dazu brauchen wir ein Hochleistungsrechenzentrum. Das gibt es schon. Also zumindest gibt es den Bau gibt es und 2 von 6 Etagen sind da schon gefüllt mit Detektoren. Und das hat einen Preis, das heißt Green IT nennen wir das, weil es eine innovative Kühlung hat. Normalerweise gehen 30% des Energieverbrauchs bei Computern in die Kühlung. Das hat eine sehr innovative Kühlung, da werden die Türen hinten mit Wasser gekühlt. Die werden so heiß, dass man das dann über normale Kühltürme ohne Energie wieder abkühlen kann. Das heißt, im Endeffekt verbrauchen wir hier nur 5% der Energie für die Kühlung. Also hat viele Preise gewonnen, das Ding. Okay, ich komme jetzt zur Hadronenphysik. Das heißt, die Frage, warum gibt es keine isolierten Quarks? Das hatten wir auch diskutiert, das ist eines der ungeklärten Probleme. Man kann sich überlegen, es geht mal her und zieht einfach an denen, man zieht, steckt viel Energie rein, reißt die auseinander. Ja, versucht es. Was passiert da? Passiert Folgendes. Sie ziehen, blub. Irgendwann haben sie so viel Energie reingesteckt, dass einfach 2 neue Quarks entstehen und sie haben 4. Das heißt, was immer sie machen wollen, das geht nicht. Sie müssen so viel Energie reinstecken, dass sie wieder neue Quarks produzieren. Und das nennt man Confinement, also die Eigenschaft, dass Quarks gefangen sind in den Nukleonen, das nennt man Confinement. Und da gibt es jetzt eine Methode, das genau zu untersuchen, das wird an GSI gemacht. Man nimmt ein sogenanntes Charmonium, das sind ein Meson aus Charm-Quark, Anti-Charm. Habe ich vorhin auch schon mal gezeigt am Anfang. Ne? Und die haben jetzt den Vorteil, diese Quarks sind sehr schwer, die sind fast so schwer wie das Charmonium selber. Das heißt, da ist nicht viel Unruhe da innen drin, sondern es sind zwei Quarks, die bewegen sich so ein bisschen und die kann man quasi, also für die Experten, da kann man quasi die Schrödinger-Gleichung lösen. Und das wird gemacht, also man untersucht sozusagen jetzt, man produziert Charmonium, untersucht die Anregungszustände und lernt was daraus, was über das Confinement-Potenzial. Und das ist sozusagen jetzt hier diese Kopplungsstärke zwischen 2 Quarks, das habe ich am Anfang erwähnt. Wenn sie sich ganz nah sind, die Quarks, dann ist sie ganz schwach, die sind ganz schwach gekoppelt, die sind quasi frei. Wenn man es versucht auseinanderzuziehen hier, zieht man, das ist Abstand, und dann wird es so stark, dass man, wie gesagt, dann neue produziert. Und das nennt man die starke QCD und die ist auch nicht verstanden. Also das kann man alles, die Theorie für diese großen Abstände und diese Prozesse ist nicht verstanden. Deswegen sind solche Experimente wichtig. Dann gibt es dann die Theorie erlaubt exotische
Teilchen, die bisher nicht gefunden wurden. Zum Beispiel sogenannte Hybride, die aus Quarks und gluonischen Zuständen, nicht normale Gluonen, sondern die Gluonen, die können ja selber wechselwirken, die können auch so eine Art Teilchen bilden oder Teilchen, die nur aus Gluonen bestehen, reine gluonische Zustände. Also gar keine Quarks, nur Gluonen. Gibt es, also die Theorie lässt zu, ist noch nicht gefunden und das ist auch ein Gegenstand der Untersuchung. Weiterer Punkt, Hyperkerne, das sind Teilchen, das sind Kerne jetzt, die seltsame Teilchen enthalten. Und das versucht man dann, indem man mit einem Antiproton auf den Kern schießt und so ein doppelt seltsames Teilchen erzeugt. Das wird dann eingefangen in einem Kern und man hat dann so eine Art, so einen Hyperkern, der ist, besteht jetzt hier aus einem Helium, zwei Neutronen, zwei Protonen und zwei Lambdas, die jeweils einen S-Quark haben. Und die sind ganz wichtig, das Studium dieser Lambdas untereinander, Lambda-Lambda-Wechselwirkung, Lambda-Kern ist wichtig, um die Struktur von Neutronensternen zu verstehen. Das haben Sie in dem Bild vorhin, habe ich Ihnen gezeigt, als die Dichte größer wurde, da sind diese Lambdas entstanden. Ja, also die Wechselwirkung zwischen diesen Lambdas, zwischen den seltsamen Teilchen, ist ganz wichtig, um zu verstehen, wie so ein Neutronenstern zusammenhält überhaupt. Und das kann man auch im Labor untersuchen. Dann Frage, auch wichtig, Materie, Antimaterie. Man kann also Versuche machen, um den Unterschied zwischen Materie und Antimaterie zu studieren. Und dann kann man Folgendes machen, man kann ein Wasserstoffatom nehmen, Proton, Elektron, und ein Antiwasserstoffatom, also ein Antiproton und ein Positron. Und die sehen eigentlich gleich aus erstmal. Und jetzt bestrahlt man die, und die sitzen also da innen auf der innersten Bahn. Jetzt bestrahlt man die und dann wird es angeregt, das Elektron, das Positron geht auf eine andere Bahn. Und was man jetzt machen muss, man muss sozusagen diese Bahn, also die Energieniveaus hier dieser Bahn, extrem gut vermessen und zwar mit einer Genauigkeit von 10 hoch minus 14, um den Unterschied zwischen Materie und Antimaterie eventuell zu finden. Da muss einer da sein, sonst würden wir nicht existieren, habe ich Ihnen erklärt. Aber worin der jetzt besteht, ist noch nicht klar. Und das ist jetzt so ein Experiment, so ein Speicherring, mit dem diese Hadronenexperimente mit Antiprotonen dann durchgeführt werden. Die Besonderheit ist, dass man kann diese Strahlen kühlen und das bedeutet, dass wenn man Hochpräzisionsmessungen machen muss, ist man nicht auf die Auflösung, die Qualität der Detektoren angewiesen, sondern nur auf die Energieschärfe des Strahls. Und das ist eine ganz gute, da kann man also Resonanzen durchfahren und so. Also die Energieschärfe des Strahls ist hier das entscheidende experimentelle Vorteil gegenüber anderen Experimenten. Atomphysik, da kann man Prozessionstests mit der Quantenelektrodynamik, das ist also jetzt die elektromagnetische Wechselwirkung, machen. Also wenn Sie zum Beispiel einen nackten Atomkern haben, dann hat er das 1s-Niveau, also das innerste Niveau der Elektronenschale, hat Feldstärken von 10 hoch 16 Volt pro Zentimeter. Das sind also unfassbare Feldstärken, die da existieren. Und da kann man also interessante Experimente machen. Und zwar, man nimmt zwei Urankerne und schießt die aneinander vorbei. Nicht so schnell, aber sie aneinander vorbeifliegen. Während die vorbeifliegen, bildet sich sozusagen ein S-Niveau aus um beide. Die machen also ein ganz kurzfristiges Superatom, das also die doppelte Kernladungszahl hat, also über 180 hier. Was dann passiert, und da ist ja kein Elektron drin, würde aber gern eins sehen, dass dieser unbesetzte Zustand mit diesen hohen Feldstärken, der zieht am Vakuum. Was passiert? Das Vakuum zerreißt, es entsteht ein Elektron-Positron-Paar, das Elektron hüpft auf die Schale, wo es gern hin will, und das Positron wird emittiert und das kann man messen. Also solche Experimente kann man auch durchmachen, um sozusagen Phänomene zu studieren, die man hat dann auch versucht, wenn die jetzt ein bisschen aneinander kleben, dann dauert das ja lang und dann kann sein, dass man da sogar irgendwelche Strukturen in dem Positronenspektrum sieht. Okay, und da für die Atomphysik, da steht also eine Reihe von Experimenten zur Verfügung. Hier, das sind sozusagen die Strahlenergien, die da gespeichert werden können. Das sind meistens Speicherexperimente. Der große Ring, den gibt es schon an der GSI. Das ist ein Ring, den haben uns die Schweden geschenkt. Und da kann man also jetzt über einen großen Energiebereich Experimente machen.
Und da kann man sogar das hochpräzise, ich habe mal als Beispiel für den hier, da haben sie ein einzelnes Bleion, ein Bleion mit einem Elektron ist umgelaufen, ein einzelnes im Ring. Und irgendwann hat das einen Zerfall gemacht, hat die Ladung geändert und ist auf einer anderen Bahn rum. Das kann man messen. Also können Sie eine radioaktive Zelle an einzelnen Ionen messen, um festzustellen, was da passiert. Also Plasmaphysik. Wir sehen hier, das ist ein Beispiel, hat man einen Neonstern da reingeschossen, einen Neonstrahl in einen Kristall. Und wir sehen, sieht man wieder diesen Bragg-Peak, Energieabgabe ganz zum Schluss und da entsteht ein Plasma, hat man mit einer Kamera aufgenommen. Also kann man Plasmen erzeugen, können wir fotografieren. Und so das Ziel hier ist folgendes, das ist wieder ein Phasendiagramm, aber von heißen Plasmen, heißen elektromagnetischen Plasmen. Da gibt es also verschiedene Dinge da drin, zum Beispiel das ist Magnetfusion, das sitzt da oben, das ist das, was man da in Cadarache macht, mit diesem großen Tokamak-Experiment in Frankreich, versucht Energie zu erzeugen. Da ist die Sonnenoberfläche, die hat also diese Temperaturen hier, wobei das sind jetzt in E-Volt, habe ich Ihnen hingeschrieben, also das sind hier jetzt 6000 Kelvin der Sonnenoberfläche. Das hier ist das Zentrum der Sonne, das sind so 10 hoch 7. Der Jupiter ist auch interessant, also der Jupiter ist eigentlich auch, hat ein Plasma im Zentrum. Und das ist sozusagen, das wäre Initialfusion. Und das sind jetzt der Laser, den wir haben, Hochleistungslaser, und das ist der Strahl. Das heißt, wir können also mit diesen Geräten Plasmen erzeugen, um zum Beispiel das Plasma, wie es im Zentrum des Jupiters existiert, untersuchen oder eben andere Sonnen. Und man kann, was interessant ist, man kann diese beiden Dinge auch kombinieren, denn man kann zwar, die Idee ist ja, wenn man ein Plasma erzeugt, muss man es ja auch untersuchen. Und dann kann man das so machen, dass man zum Beispiel mit dem Schwerionenstrahl ein Plasma erzeugt und das mit dem Laser dann draufschießt und untersucht, welche Eigenschaften das hat. Das komme ich jetzt zum Schluss. Das war sozusagen Materialforschung, betreiben wir auch, also mit Ionen. Und da gibt es interessante Effekte. Zum Beispiel, da komme ich nochmal drauf, also wir können also Proben unter sehr hohen Druck setzen und dann bestrahlen. Oder man kann Nanotechnologie machen. Das sind einzelne Ionenbahnen. Hans, kann man so Löcher machen, kann man Poren. Da gibt's also, haben wir auch schon Siebe gemacht, um irgendwie Blutkörperchen rauszufiltern. Und wenn Sie die jetzt mit Material füllen, dann haben Sie so Nanostrukturen. Also Nanophysik, Materialphysik. Ich habe jetzt ein Beispiel hier mal genommen. Sie können also hier so einen Diamant, Diamanten nehmen. Es gibt Diamantzellen, die können Sie drücken, die sind ja sehr hart, da können Sie Drücke bis zu 1000 Kilobar erzeugen. Und wenn Sie da jetzt eine Probe reintun und bestrahlen, dann können Sie sozusagen die Probe unter hohem Druck, die Eigenschaften von Proben unter hohem Druck untersuchen. Wozu ist das gut? Das ist gut, das hat natürlich auch mal Grundlagenforschung, Verhalten von Festkörpern unter extremen Bedingungen, aber hat auch geophysikalische Anwendungen. Zum Beispiel, man kann Simulationen, man kann Effekte der Radioaktivität im Erdinnern untersuchen, ja, Verhalten langlebiger Nukleide im Erdinnern oder auch radioaktive Zerfälle bei hohen Drücken und Temperaturen. Das heißt, man kann da sozusagen das Verhalten der Radioaktivität im Erdinnern studieren. Okay, mein letzter Punkt, kosmische Strahlung. Das ist die kosmische Strahlung. Die meisten sind noch vom Urknall her sozusagen Wasserstoff und Helium. Es gibt auch auf Kohlenstoff und Eisen. Man würde natürlich jetzt sagen, okay, hier, wenn jetzt man untersucht zum Beispiel jetzt die möglichen Strahlenschäden auf Astronauten, die zum Beispiel auf eine Marsmission geschickt werden, sind sie dann länger unterwegs und die werden natürlich ordentlich bestrahlt. Und die Frage ist, ist das gefährlich oder nicht? Und normalerweise Proton ist nicht so gefährlich, aber, also komme ich gerade dazu. Also man untersucht jetzt Untersuchungen für die Strahlenbelastung, ne? Das will man machen, Entwicklung von neuen Abschirmmaterialien, Strahlenschutzmaßnahmen im All und so weiter, Strahlenhärtetest. Warum ist das interessant jetzt für den Astronauten? Sie sehen hier, das ist die Strahlenschädigung. Obwohl es jetzt 10.000 Mal weniger Eisenkerne gibt im All, die da rumfliegen als Wasserstoff, ist die Schädigung aber auch tausendmal größer.
Das heißt, ist nicht klar, was wichtig, schädlicher ist. Die Eisenstrahlung, die hochenergetischen Eisenteilchen, die herumfliegen, oder Wasserstoff. Und um das eben, diese Untersuchung kann man machen jetzt im Labor. Und man weiß, also wie gesagt, auf einer Marsmission weiß man nicht bis auf einen Faktor 10, wie hoch die Dosis ist. Deswegen hat jetzt die FAIR und ESA, die haben jetzt einen Kooperationsvertrag unterschrieben, um diese Untersuchung zu machen. Wir sind jetzt also das Partnerinstitut von der ESA, um Höhenstrahlung, Strahlung im All zu untersuchen. Okay, jetzt sind wir im All wieder. Jetzt möchte ich mal als Abschluss sozusagen die Genesis aus der Sicht der Physik Ihnen mal kurz vorstellen. Also wir haben gesagt, wir haben einen Urknall, erzeugen Energie, gibt Materie, Antimaterie. Letztendlich, da wird natürlich ganz viele Teilchen erzeugt, aber letztendlich überleben nur die Bausteine der Atome und das Elektron, also U, D und E. Mehr Teilchen sind da nicht übrig geblieben. Die fusionieren jetzt zu Heliumkern. Das passiert jetzt durch einen langsamen Neutroneneinfang in massiven Sonden. Da produzieren sie Helium-Elemente bis zu Wismut, 50% aller Elemente. Da gibt es eine Supernova-Explosion, die produziert einen Neutronenstern. Diese Neutronensterne kollidieren und produzieren dann den Rest der 50% der Elemente plus die ganz schweren. So, diese ganzen Aschen, die werden ins All geschleudert hier. Gibt wieder eine protostellare Wolke, gibt wieder eine Sonne, macht ein Sonnensystem, Erde, und dann irgendwann kommt Chemie und Biologie ins Spiel. Und sehen Sie, was dann passiert. Also das ist die, was ich Ihnen da also eigentlich hier mitgeben will, ist Folgendes. Wir bestehen aus drei Teilchen, alles, was wir sehen, sind drei Teilchen. Und wir sind alle durch mindestens ein Dutzend Neutronensternkollisionen, Supernova-Explosionen durchgegangen, um diese Elemente zu erzeugen, aus denen wir bestehen. Status FAIR, also wie weit sind wir eigentlich jetzt? Wir haben ja am Anfang gesprochen, das wurde erwähnt, also das sind Riesenkollaborationen, die solche Experimente machen. Und das sind jetzt, sehen Sie, das ist jetzt für jedes Experiment sind irgendwie 500, 600, 700 Leute, die sich jährlich mindestens zweimal treffen, um in Fortschritt diskutieren und so weiter und auch noch Workshops machen auf der ganzen Welt. Das sind so ein bisschen die internationalen Kollaborationen, obwohl Deutschland quasi 70% bezahlt, hat es aber nur 30% der Leute, der Experimentatoren. Es kommt viel aus anderen Ländern, sehen Sie viele, Russland, Indien, Polen, China, Frankreich und so weiter. Also das ist wirklich wird ein internationales Institut. Die Beschleunigerkomponenten, die werden auch weltweit gebaut, also die ganzen Magnete werden teilweise in Deutschland gebaut, in Russland, Polen, Dänemark, Frankreich, überall. Das sind sozusagen, das nennt man In-Kind-Kontributionen, das sind deren Beiträge, kommen in Form von Magnete. Im Jahre 2014 ging also der Bau los, und zwar sind vier der weltweit größten Bohrmaschinen angerückt und haben 1350 Säulen von 60 Meter Länge und 1,2 Meter Durchmesser, Eisensäulen, in den Boden gerammt, weil der Boden an der GSI eigentlich viel zu schlecht ist für so eine Anlage. Das ist das alte Rheintal, das ist Sand. Das ist alles da, Urstromtal, Rhein, alles Sand. Das heißt, wenn Sie da 1 Million Tonnen Beton reinsetzen, dann geht der Sand in die Knie. Das heißt, man hat dann also diese Säulen da rein und die stehen nicht auf dem Boden, also das ist kein Felsen, sondern die Idee von den Bauingenieuren, das ist müssen wir ihnen glauben, ist, dass durch diese Säulen einfach der Sand verdichtet wird und dadurch stabil. Hoffentlich funktioniert es. Hier sehen Sie diese Säulen. Das sind alles diese ganzen Säulen hier. Das sind alles die Säulen, auf denen dann diese schweren Abschirmdinger stehen. Bauten, also das ist eine riesen Baumaßnahme. Also das entspricht hier mal Zahl 5000 Einfamilienhäuser, 8x Fußballarena, Beton, 9 Eiffeltürme, Stahl. Der Tunnel ist so gebaut, wir haben ja gesagt, das soll so eine Ausbauoption geben. Der ist so gebaut, dass erst der untere Beschleuniger gebaut wird und dann vielleicht einer oben drauf noch, wenn das Geld da ist. Zu allem Übel ist auch der Tunnel auch noch in so einer Art Naturschutzgebiet. Das heißt, sie dürfen da keine Gebäude oben draufsetzen, also die ganzen Versorgungsgebäude, die normalerweise auf so einem Ring oben drauf sitzen, die sind alle unterirdisch und deswegen gibt es hier so einen,
so ein Servicetunnel hier, sehen Sie, der ist genauso groß. Das sind also die ganzen Netzgeräte, Kabel, alles, alles unterirdisch. Sie sehen später gar nichts mehr, ist oben Wald. Und das war dann jetzt endlich dann unser Grundstein, wie gesagt, eine Groundbreaking Ceremony. Also da sind dann die ganzen Minister und so weiter angereicht. Jeder hat einen Spaten bekommen, hat da angefangen zu graben. Und das ist jetzt, seitdem ging es also voran. Der Boden des Tunnels ist 22 Meter unter dem Boden. Also das ist alles dann unterirdisch. Da muss man erstmal einen riesen Tunnel buddeln da. Also einen Graben. Ja, also die nächsten Schritte ausgeschachtet. Dann wird die Bau der Gebäude beginnt dann jetzt im Sommer. Und wie gesagt, 2021 sind die Gebäude fertig, 2024 kann die ersten Experimente beginnen und 2025 dann der Rest. Ja, das war's, was ich Ihnen sagen wollte.